Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Edmund Rietze hier und heute mit unserer Kundin Monika Dzukowskite. Und ja, bevor ich eine lange Rede halte, stelle ich am besten mal kurz vor, wer bist du, was machst du und wie lange fotografierst du schon? Ja, ich heiße Monika Dzukowskite, ich komme ursprünglich aus Litauen, bin 27 Jahre alt, bin so knapp 6 Jahre in Deutschland. Fotografiere ich schon seit ungefähr 7 Jahren und mein Gewerbe habe ich letztes Jahr angemeldet, also ist noch ziemlich frisch. Ja. Sehr schön. Ja, also haben wir vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen. Seit 6 Jahren, sage ich mal, in Deutschland extrem gutes Deutsch für 6 Jahre. Erstmal Dankeschön. Sehr gut. Danke. Und also ich habe ja schon ein bisschen geübt, so Dzukowskite, habe ich richtig gesagt? Ja, ist richtig. Ist das so ein typisch aus Litauen oder ist das, sage ich mal? Das ist typisch litauischer Nachname, ja. Das ist cool. Und also mit der ganzen Familie bist du nicht hergekommen, sondern bist alleine nach Deutschland gekommen und jetzt hier als Fotografin richtig Gas geben und durchstarten. Genau. Womit hast du angefangen? In welchen Bereichen? Ich habe mit Porträts angefangen. Also so mit hobbymäßig habe ich angefangen, so Natur, Blümchen fotografieren und so. Und dann irgendwann habe ich angefangen, so Freunde zu fotografieren mit Porträts. Und als ich mein Gewerbe angemeldet habe, dann waren das hauptsächlich Porträts. Aber dann kamen Hochzeiten ins Spiel, Produktfotos. Wie bist du zu der Kamera gekommen? Also du bist ja nicht so rausgegangen, ach, jetzt mache ich so ein Blümchenfoto. Oder hast du irgendwie, hat ein Freund oder sowas dir eine Kamera gegeben und dann hast du gesagt, ach cool. Oder hast du dir ein Video angeschaut, dachte, ach, das mache ich auch gerne. Oder wie kam dieser Drang zur Fotografie irgendwie allgemein? In meiner Studiumzeit habe ich eine Freundin kennengelernt und sie hatte eine Kamera geschenkt bekommen. Und ja, sie hat ab und zu mal die Kamera mitgenommen. Wir haben Bilder so von uns gegenseitig gemacht. Du hast Selfies so? Nicht ganz, aber ja, aber und ich war fasziniert von dieser Qualität und dann habe ich mir gedacht, okay, ich würde auch mir gerne so eine Kamera holen. Aber in Studiumzeit könnte ich mir das noch nicht leisten. Ja, dann ein paar später habe ich ein bisschen Geld zusammengespart, habe ich mir eine Kamera gekauft. Ja, so ging's los. Ja, ist cool, ne? Wenn man erstmal so nur so die Handybilder kennt und dann macht man so die ersten mit der professionellen Kamera, sage ich mal. Genau. Dann diese Tiefenschärfe und sowas, das ist voll geil. Ich glaube, du hast ja auch heute mit 50 mm mitgebracht, 1.8, glaube ich, genau. Die Stärke. Ja. Wenn man dann so 1.8 oder sowas das erstmal sieht, so dieses Bouquet, der Hintergrund so schön verschwommen und sowas. Das ist so das meiste, wo die meisten anfangen auch voll das geile Bild, das wie ich mich mal so ein bisschen da reinfuchse. Genau. Damals, wo wir da mit Freundinnen Fotoshootings gemacht haben, da haben wir einfach mit Auto-Einstellungen gemacht. Aber das hat mich schon fasziniert. Und dann, als ich die Kamera gekauft habe und alles manuellen Einstellungen gelernt habe, dann war es nochmal was ganz anderes, noch besser. Ja, man muss ja erst mal mit Auto, so sage ich mal, beginnen, sonst hat man ja gar keinen Plan. Wie hast du das beigebracht? Über YouTube-Videos? Oder? Genau, YouTube, auch gelesen, auf Englisch, auf Litauisch, auch. Vieles Verschiedenes und dann. Dann sprechen wir mal über das Foto des Monats. Fotografin des Monats bist du geworden im Dezember. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Und natürlich hier war das Produktfoto erstmal sehr, sehr gut gemacht, aber auch zeitgemäß zur Weihnachtszeit. Ich selber weiß, wie schwierig es ist, Produktfotos zu schießen. Also man braucht da gerade auch in diesem Bereich sehr viel Licht, weil wenn man nicht viel Licht hat und keine gute Kameraeinstellung hat, dann wird das so kräuselig, so ISO und sowas, darf man da nicht so hochballern. Gerade in diesem Bereich, wenn es halt so ein bisschen dunkler wird, rauscht das halt immer sehr, sehr schnell. Von daher, war das ein Kundenauftrag oder was war das für ein Auftrag? Genau, das war ein Kundenauftrag und ich hatte einen Kunden, mit dem hatte ich einen Vertrag für 3 Monate und November war der letzte Monat. Ich hatte auch die ganzen Bilder abgegeben und ich wusste halt nicht, ob der noch mit mir weiter zusammenarbeiten will oder nicht. Und dann hat er mir noch E-Mail geschrieben und hat gesagt, ich würde sehr gerne noch ein paar weihnachtliche Bilder haben. Und ja, das war Ende November. Dann habe ich mein ganzes Weihnachtskram aus dem Keller rausgeholt, habe ich alles hingestellt und habe dann die Bilder geschossen. Und der war so begeistert von den Bildern. Und ja, dann hat er auch Vertrag verlängert für ein halbes Jahr noch. Ja, sehr cool. Also der schickt quasi immer neue Produkte. Und du lichtest die ab, hat er verschiedene oder ist es, sage ich mal, alles so in diesem Sprühsegment? Also es sind immer die gleichen Produkte, aber er will immer so verschiedene Bilder haben zum aktuellen Jahreszeit und immer was so gerade aktuell ist. So. Ja, cool. Hast du dann zu Hause sozusagen so ein kleines Setup, so ein kleines Studio, wie ist das aufgebaut? Hast du so
drei Lichter, zwei Lichter oder wie baust du das generell so auf für dich? Ich habe vier Lichter insgesamt, aber ich benutze meistens so zwei, drei. Genau, ich habe so ein Stativ, so verschiedene Platten und dann auch jetzt schon verschiedene Hintergründe gekauft, verschiedene Dekos, alles mit der Zeit nach und nach gekauft. Ja, das ist mein kleines Fotostudio in meiner Wohnung. Ja, sehr schön, sehr gut. Und dafür natürlich Congratulations, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, danke schön. Oh, das ist schwierig. Das wiegt ja schon ziemlich viel. Oh, super. Ja, vielen, vielen Dank. Wohlverdient, herzlichen Glückwunsch. Was ist denn so für, also was macht so bei den Produktfotos, was ist vielleicht so die Herausforderung? Was findest du, sag ich mal, so am schwierigsten vielleicht so umzusetzen? Ja, am schwierigsten ist das vielleicht, dass wirklich, wie du gesagt hast, dass das ganze Produkt im Fokus ist, weil man will auch schon so ein bisschen auch bokeh haben, dass das so Hintergrund ein bisschen verschwommen ist. Ja, hier so ein bisschen. Genau, ich finde das immer schön, auch so mit Lichter besonders, genau. Und ja, dann muss man halt immer ganz genau beachten, dass ganz das Produkt im Fokus ist. Weil manchmal ist schon passiert, dass man hat fotografiert, man dachte, man ist alles im Fokus und dann guckt man auf Laptop und dann die Buchstaben sind doch verschwommen. Das ist so das Schwierigste. Ja, also bei uns, wir machen ja bei den Produktfotos meistens ist der Hintergrund 100% weiß. Mhm. Und bei solchen Produkten, die man hinstellen kann, geht es ja noch. Aber wir haben auch viele Produkte, wie zum Beispiel, was weiß ich, Oberteil oder sowas, das will man ja, sage ich mal, nicht irgendwie hingelegt oder sowas, kann man ja so schwer fotografieren. Dann gibt es zum Beispiel so Holo-Sachen, wo man sozusagen eine Puppe nimmt oder eine Person. Oder wenn man, sage ich mal, auch, ich weiß nicht, ob du schon mal so Produktfotos von oben geschossen hast, wo du quasi das Produkt auf den Boden gelegt hast und dann von oben fotografiert hast. Ja. Dann brauchst du natürlich dann auch gegebenenfalls noch eine Leiter oder ein größeres, so einen besseren Weitwinkel, ne? Weil wenn du mit 50 mm von oben fotografieren willst, dann musst du ja schon relativ weit hochkommen, damit du überhaupt dieses ganze Produkt schießen kannst. Also es gibt schon da einige tricky Sachen, um das perfekte Bild zu schießen, aber so ist das auf jeden Fall extrem schön. Was sind so deine Lieblingsaufträge? Produktfotos oder du gehst auch in People-Fotografie jetzt auch richtig? Genau, also am liebsten fotografiere ich Hochzeiten. Ich finde immer am schönsten diese Emotionen, die Liebe ist da, die alle sind glücklich, alle freuen sich, fotografiert zu werden und die Kunden sind meistens sehr zufrieden. Ja. Was ist so dein Equipment, was nimmst du gerne mit so auf so eine Hochzeit? Ja, 50er 1,8, das, was ich mitgebracht habe. Das ist super. Ja, ich finde es auch gut, wenn man so ein bisschen Abwechslung hat, ist auch gut. Gerade auch, wenn man gewisse Situationen braucht, man auch andere Perspektiven. Mhm. Aber dann ist man auch so, dann ist auch viel in Bewegung. Man guckt sich auch, nicht nur, wenn man so, sag ich mal, so 24 bis 70er hat, dann zoomt man rein, zoomt man raus. Aber die Perspektive bleibt relativ vom gleichen Standpunkt. Man ist, sag ich mal, relativ faul von der Bewegung her. Ne? Mhm. Und wenn du halt nur so eine Festbrennweite hast, wie zum Beispiel 50 mm, und du willst eine Detailaufnahme, dann musst du ja schnell rangehen. Ja. Ne? Und wenn du aber mehrere Personen aufnehmen willst, musst du schnell wieder nach hinten gehen. Also bist relativ viel in Bewegung. Aber Bewegung ist gut. Bewegung ist gut. Und gleichzeitig siehst du dadurch, dass du ja dich viel bewegst, mehr von der Umgebung. Ne? Ah, okay, jetzt ist hier eine Person, die hat irgendwie ein tolles Gespräch mit der Oma. Oder da ist eine schöne Tischdeko oder sowas. Das sieht man nicht, wenn man, sag ich mal, so ein bisschen durch den Zoom bewegungsvoll wird. Deswegen finde ich das eigentlich schon ganz gut, wenn man so eine Festbrennweite nimmt und damit auch versucht, erstmal durchzukommen. Gerade auch, weil diese Zoom-Objektive, finde ich, da kommt natürlich darauf an, was für ein Objektiv man hat. Aber diesen Bokeh kriegt man natürlich mit einer Festbrennweite viel besser und viel schneller hin. Gerade wenn du 1,8 hast oder sowas, ne, dann ist ja Bokeh eigentlich fast immer. Da muss man nur darauf achten, dass dann wirklich das Produkt bzw. die Person dann richtig scharf ist, weil ansonsten kann es schon sein, dass die Nase scharf ist. Und dann hier das Auge schon wieder unscharf. Ne? Da muss man so ein bisschen drauf achten. Aber das machst du ja schon sehr gut. Aber deswegen nehme ich auch gerne so 50er mit zu Hochzeiten, weil das kann man immer so schön bokeh machen. Aber ich nehme auch mit dann 22 mm, wenn ich so zum Beispiel so andere Perspektive noch haben will, zum Beispiel an meinem Schloss oder so, wenn ich auf das Schloss aufnehmen will. Genau, dann wechsle ich dann. Ja, aber sonst kriegt man das ganze Schloss, der muss ja auf die andere Straßenseite gehen, um laufen, das ganze Schloss zu bekommen. Und sonst noch Porträts und Paarshooting. Genau. Also am liebsten Hochzeiten, dann wahrscheinlich Paarshooting und dann Porträts und natürlich dann auch Produktfotos, macht auch Spaß. Ich sag mal, so ein bisschen die Abwechslung ist natürlich gut. Was mir so bei den Produkten, ich habe ja sehr, sehr lange Produktfotos und machen wir ja immer noch, aber warum zum Beispiel die Beratung gekommen ist, auch
ein bisschen so das Menschliche, ne, so ein bisschen der Austausch, mhm. weil ich sag mal, wenn man den ganzen Tag, gerade auch zur Corona-Zeit, man ist so ein bisschen isoliert, genau. man ist den ganzen Tag zu Hause, dann macht man hier irgendwie Produkte zu Hause, hat man ja gar keinen Kontakt mehr mit irgendwelchen Menschen, ne, außer vielleicht mhm. per E-Mail, ne, mach mal hier diese Produkte nochmal neu oder das oder dies, kann man nochmal neu machen, aber man hat ja gar nicht diesen menschlichen Kontakt mehr. Gerade bei der Hochzeit oder Paar-Shooting, da ist ja die Emotion und die Person sehr im Vordergrund. Genau, ne? Also Produktfotos werden immer gebraucht und dadurch, ich denke, das ist so perfekter Ausgleich, Hochzeiten und Produktfotos, dann denke man, hat immer genug zu tun. Genau, ja auch zur aktuellen Zeit natürlich genau. perfekter Ausgleich, weil viele Leute bestellen ja einfach jetzt auch viel mehr online, ne, als dass sie dann genau. rausgehen und ja. gerade so Produkte boomen, immer mehr Online-Shops gibt es, neue Produkte gibt es und die brauchen natürlich alle gute Fotos. Ne? Ja, genau. Das ist ja das Einzige, was die Leute ja in Berührung haben, wenn sie ja nicht in den Laden gehen können, die können das ja nicht anfassen. Das Einzige, was sie ja haben, ist ja ein Bild mhm. oder die Bilder, die sie dann halt da haben. Und wenn die halt nicht gut sind, dann holen sie die halt nicht, ne, kaufen die halt nicht. Genau, deswegen, ich finde das ganz gute Richtung und wenn es noch Spaß macht, auch alle so mit Deko dekorieren, dann finde ich super. Wie bist du eigentlich auf uns aufmerksam geworden? Ich hatte frisch mein Gewerbe angemeldet und ich habe dabei Instagram so eine Werbeanzeige gesehen von deinem Buch. Targeting hat funktioniert, sehr gut. Ja, hat sehr gut funktioniert, hat aber ein bisschen gedauert. Weil ich dachte, okay, ich bin noch neu, ich gucke erstmal, wie es läuft und dann, aber ich habe sofort das Buch bestellt und auch sofort gelesen, fand ich sehr gut. Sehr gut. Habe auch so ein paar Tipps aufgeschrieben, habe mir ein paar Sachen notiert und ja, dann habe ich das einfach erstmal zur Seite gelegt und genau, dann im Herbst habe ich immer wieder Werbung von dir gesehen. Und dann habe ich mir irgendwie auch Gedanken gemacht, okay, so jetzt so Hochzeitensaison ist so quasi zu Ende. So ein bisschen, kommt ein bisschen Ruhe. Und ja, dann dachte ich, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, so ein bisschen in mein Geschäft zu investieren. Ja, muss losgehen, Vollgas. Genau, ja. Dann kannst du, vor dem Buch kannst du mich noch nicht? Nein, gar nicht. Okay. Also kann hat wahrscheinlich, sich gelohnt. Kann wahrscheinlich eher, weil das Targeting hat wahrscheinlich dich als Fotografen erst mit der Gewerbeanmeldung und mit dem Verhalten, was du quasi dann an den Tag gelegt hast, dich gegriffen. Weil natürlich sozusagen Fotografen und Filmmacher allgemein ja natürlich targetiert sind. Das machen wir zum Beispiel ja bei dir dann später auch, wenn zum mhm. Beispiel du Hochzeitspaare oder sowas dann targetieren willst, dass natürlich die Leute, die jetzt zum Beispiel gerade in Hochzeitsvorbereitungen sind, mhm. natürlich das dann sehen. Ne? Zum Beispiel sind jetzt dabei, Hochzeitskleider rauszusuchen, sind dabei, Verlobungsringe rauszusuchen, eine Location mhm. rauszusuchen, die also ein bestimmtes Verhalten auch reinbringen, sehen halt diese Werbung und tragen sich dann halt dementsprechend für die Hochzeitsfotografin in dem Fall dann ein. Ne? Also so mhm. ist das. Was sind so die besten Tipps oder der größte Tipp, den du so aus dem Buch mitgenommen hast für dich? Also ich habe sehr vieles aufgeschrieben, wie ich meine Webseite aufbauen soll, da ich noch keine Webseite hatte. Und auch mit Schrift, auch das viele Adjektiven und auch, also das Wichtigste glaube ich, dass ich Kundennutzen immer im Vordergrund stellen soll. Nicht nur ich mache gute genau. Bilder. Sondern was kriegt der Kunde? Richtig. Was hast du so vor der Zusammenarbeit schon alles probiert, so um Kunden zu gewinnen? Ja, ich habe die Anzeigen bei eBay Kleinanzeigen reingestellt. Ich glaube, vielleicht wie die meisten anfangs. Ja, und dann halt, ich habe versucht, mir bei Instagram Werbeanzeigen zu schalten durch einen Beitrag bewerben, ja. Genau. Aber es hat gar nichts gebracht, hat gar nicht funktioniert. Ja, hatten wir vorhin schon so ein bisschen angeschnitten, wo wir zusammen gesprochen haben. eBay natürlich zum einen sind viele Leute, die wollen natürlich nur günstig. Hatte ich schon mal ein genau. YouTube-Video dazu gemacht. Falls du es sehen willst, packe ich mal hier nochmal den Link hin. Und bei den Leuten, bei so einem Beitrag bewerben, natürlich für Facebook, Instagram auch irgendwo, natürlich durch die Werbemaßnahmen, mhm. das sind eigentlich die einzigen Themen, wie sie halt Geld verdienen, ne, durch die Werbemaßnahmen, mhm. Wollen sie natürlich alle Leute auch irgendwie dazu bringen, hey, investieren mal in Werbemaßnahmen. Die machen das an sich ja auch gut, aber ich sag mal, wenn sie jetzt die meisten sich nicht so tief einarbeiten und du kriegst natürlich auch so eine Nachricht, hey, der letzte Beitrag war dein bester bisher. Wie schon vorhin gesagt, wenn dann mhm. alle Beiträge relativ Durchschnitt oder sogar schlecht sind, nicht böse mhm. gemeint, aber nicht für kalte ja. Leute, die halt dich nicht kennen, nicht gut geeignet sind, mhm. dann bringt der beste Beitrag von den Schlechten auch nichts. Ne? Also man muss ja auch darauf achten, die Leute, die dir folgen, sind ja Familie, Freunde,
Hochzeitspaare, die schon deine Dienstleistung in Anspruch genommen haben, und die sollten im Bestfall ja nicht nochmal eine Hochzeit haben, genau, sondern ja, die haben ja im Bestfall nur eine. Und wenn die natürlich mit dir interagieren und diesen Beitrag liken, hat das ja nichts mit neuer Kundschaft oder sowas zu tun. Ne? Deswegen genau, bringt das bei Bewerben davon gar nichts. Da müsste man schon, wenn man sozusagen Online-Auftritt richtig bewirbt, richtige Kampagne, hatten wir vorhin schon mal so ein bisschen angeschnitten, werden wir im Marketingbereich nochmal ein bisschen anschneiden, später, wenn wir die Schulung machen, wie man so eine Werbeanzeige richtig aufstellt, wie man die richtige Targetierung macht und einen Werbetext schreibt, der halt kalte bzw. neue Leute anspricht, die dann auch Interesse haben, halt als Hochzeitsfotografen zu buchen. Ne? Aber es wird dann alles nochmal kommen. Wie viel hast du so in diesen Beitrag bewerben so mal so reingebuttert und wie viel investiert, um mal zu gucken, was da so funktioniert? Ja, ich habe erstmal nicht viel rein investiert, weil ich wusste nicht. Ich wollte erstmal gucken, okay, läuft das nicht. Aber ich habe dann ja immer länger die Anzeige geschaltet, aber hat immer noch nichts gebracht und dachte, okay, ich gebe auf. Ja, also man sollte da gerade im Hochzeitsbereich, hatte ich ja vorhin, glaube ich, schon mal ein paar Beiträge gezeigt, sollte man schon so eine Anfrage und so knapp 10 Euro, sogar unter 10 Euro, ist eigentlich jetzt zur aktuellen Zeit, kurz vor der Hochzeitssaison, ganz normal. Und wenn man halt, was weiß ich, für 10 Euro eine Anfrage bekommt und dann halt 1,5, 2, wo du halt hingehst, erstmal aktuell mit dem Hochzeitsshooting, dann ist natürlich, dann lohnt sich das schon, ja, dann macht das schon Spaß. Die Inhalte hast du ja auch von uns neben deinem Hauptberuf so erarbeitet. Jetzt natürlich für den Anfang, sage ich mal, du machst so einen Hauptjob, hast so deinen Nebenberuf und machst sozusagen auch so die Inhalte dafür. Mhm. Wie war das so vom Umsetzen her? Wie war es so zeitlich? Bist du gut durchgekommen? Wie war das so? Hast du das immer nach der Arbeit gemacht? Hast du es am Wochenende gehabt? Wie kamst du da so durch? Ja, es war immer unterschiedlich. Also mein Hauptberuf ist Teilzeit. Und dadurch hatte ich so 2-3 Tage in der Woche frei. Dann habe ich mal vor der Arbeit, mal nach der Arbeit, mal während freier Tage gemacht. Und ja, so hat das dann funktioniert. Hatte gut durchgeklappt. Anstatt am Wochenende Party, dann erstmal. Genau, sich reinhauen, richtig, mein Business investieren. Ist dann gut, weil wenn man dann erstmal da vorankommt und das aufgebaut hat, hat man später noch genug Zeit für Party. Genau, so ist das. Und was sind so die größten Erkenntnisse? Was hat dir am meisten bisher an den Inhalten? Was war so ein Aha-Moment so vielleicht? Also ich würde sagen, ich habe das erkannt, dass es ist gar nicht schlecht, so Hilfe zu holen bei jemandem, der schon Erfahrung hat und das vieles ausprobiert hat. Ja, ich glaube, das ist gerade so bei Fotografen so ein bisschen so eine kleine Hürde, weil gerade viele Fotografen ja Autodidakten sind. Also sie bringen sich ja selber Fotografieren bei und machen sozusagen auch alles in dem Geschäft selber. Mhm. Aber gerade wenn es halt auch darum geht, also Fotografie ist ja eine Sache und die Skills, so wie man das Foto aufbaut, wie man es fotografiert, jeder hat seinen eigenen Stil. Aber wenn es natürlich zum Geschäft kommt und wie das Geschäft aufgebaut ist, wenn man Kunden gewinnt, ist ja eine ganz andere Sparte, sage ich mal. Ne? Und Empfehlung ist, sage ich mal, so ein bisschen, ist schön, Empfehlung, aber ist natürlich nichts Planbares. Und wenn man jetzt sozusagen sich richtig fokussiert, da auf ein Geschäft aufzubauen, das ist so, als wenn jetzt zum Beispiel ein Hochzeitspaar sagen würde, ja, ich weiß nicht, wir haben da jemanden in der Familie, der kann auch gut Fotos machen, wir nehmen den oder sowas. Ne? Also man für gewisse Bereiche braucht man halt jemanden, der das kann. Ne? Genau. Und nicht irgendwie jemanden, ja, ich guck mal, oder das wäre ja schade, auch wenn ein Hochzeitspaar keine Fotos nimmt von jemandem Professionellen, weil die es nicht kennen oder nicht wissen, dann haben sie diese Erinnerungen nicht. Und das ist eigentlich dann das, was am meisten schade ist, weil den Moment kannst du nicht nochmal aufnehmen oder sowas. Ne? Mhm. Wobei, ich habe auch schon ein paar Fotografen gehabt, die hatten Hochzeitsfotografen, waren unzufrieden mit den Fotos und haben sich dann nachträglich einen neuen Fotografen geholt und dann sozusagen nicht vielleicht dieselbe Location, aber dann nochmal neu angezogen und haben sich nochmal so Bilder gemacht und so. Ne? Mhm. Das ist natürlich auch sehr schade, aber würde auch zumindest funktionieren. Ne? Ja, wenigstens so. Wem würdest du so eine Zusammenarbeit mit uns empfehlen? Eigentlich jedem Fotografen, der weiter wachsen will und vielleicht mehr Freizeit haben möchte und Struktur haben möchte. Sehr gut. Und Filmemacher natürlich auch. Deswegen, wenn du Fotograf oder Filmemacher bist und weiter wachsen willst, trag dich gerne ein auf unserer Webseite www.edmund-rietze.de. Und wenn du natürlich richtig gute Hochzeitsbilder, Paarshooting-Bilder oder Produktfotos haben willst, gerne zu der Monika. Wir packen einfach mal den Website-Link von dir mit in die Beschreibung. Und ja, bleib gerne auf dem Kanal. Bald kommen auch noch weitere Interviews und bis dann.